Moin Moin zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wir sind weiter ein bisschen in der Theorie für euch sozusagen unterwegs, also für uns nicht, weil für uns ist das alles Praxis, aber ihr wollt natürlich fahrende Autos sehen und irgendwas, was man anfassen kann, kommt bald. Aber wir müssen nämlich hier am Computer viel sitzen, wir wollen nämlich auch lieber bauen, weil wir die Strecke anfangen wollen zu bauen. Es gibt ja die Autotechnik, also sprich alles, was mit der Technik zu tun hat, die Autos zu bewegen, das ist Software und Hardware, und es gibt die Strecke. Und die Strecke wird eine 21 Meter lange Elektroplatine sozusagen, mit diesen ganzen Leiterbahnen drauf. Und Platinmaterial ist hart. Und unsere Strecke ist, das ahnt man hier schon, dreidimensional. Es geht hoch und runter. Das heißt, wir müssen diese Elektroplatinen biegen. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie die sich verhalten. Wir ahnen es schon. Wir ahnen zum Beispiel, dass wir in der Kurve nicht unbedingt eine Steigung beginnen sollten. Denn wenn man etwas Plattes hochbiegt und um die Kurve biegt, dann neigt es sich. So, das nächste ist, also da muss die Strecke angepasst werden. Und das nächste ist, dass wenn wir etwas hoch und wieder runterfahren, wird die Strecke länger, die zurückgelegt ist. Das heißt, wenn man oben drauf guckt, sieht man ein Bild der Strecke von Monaco, als hätte sich nichts verändert. Sobald man jetzt plötzlich Berge reinbaut, hat man mehr Platinmaterial, das heißt, die Strecke wird länger und sie verhält sich auch in der Öffnung anders. Und das Ziel ist es ja, dass wir das in einzelne Platinen zerlegen und am Ende, nachdem wir ein halbes Jahr diese Platinen kompliziert in drei Dimensionen auf die Anlage gebaut haben und sie technisch funktionieren, wie zwei Tunnelbauer, die von links und rechts loslegen, wollen die in der Mitte sich nicht so treffen, sondern so. Und das ist die Herausforderung, die Nico gerade hat. Er versucht halt, die Strecke so anzupassen, dass das Risiko geringer ist, dass wir durch irgendwelche Biegungen Neigungen kriegen und dass am Ende die Strecke zusammenpasst. Ja. Das heißt, du hast als erstes die Häuser rausgeworfen, weil die stürmen, ne? Ja, die müssen sich dann hinterher anpassen. Genau. Die Strecke geht einfach vor. Und hast du schon die perfekten Knickpunkte gefunden? Ja, ich habe die Neigung jetzt hier, die Steigung hier ganz schön angepasst. Also du siehst hier das Gelbe, das ist schon alles richtig schön, ganz schön smooth, schön können die da fahren. Aber das ist ja hier gezeichnet, das könnte ich ja im Prinzip mit der Hand malen, wenn das nicht so aufwendig in 3D sein müsste. Aber ob sich das Platinenmaterial nachher wirklich so dann dahin biegen lässt, wie wir es haben wollen, das weiß ich einfach nicht. Das müssen wir ausprobieren. Wir haben hier einen Quadratmeter Platinmaterial, unbestückt und ohne Leiterbahn. Und jetzt willst du dich morgen mal nicht als Holzwurm, sondern als Fräserzerstörer durch eine Glasfaserplatte fräsen. Es wird lustig. Ja. Und willst du morgen machen? Ja, und Stefan sagte halt, es wird lustig, weil die dann reihenweise stumpf werden. Das müssen wir sehen. Ja, morgen, ja. Ich weiß nicht, ob ich dann fertig werde. Mit dem Zeichnen. Mit dem Fräsen. Wenn die dann ständig stumpf werden, dann muss ich die ständig wechseln. Nachher bricht noch einer ab. Vielleicht kriegst du sie dann erst übermorgen. Gut, wir werden nämlich tatsächlich diese Kurve, deswegen ist das nämlich auch schon gelb, diese Kurve willst du fräsen aus einer Platinenplatte, um damit wir sie dann mal biegen und gucken. Hier sieht man nämlich, kannst du einmal die Dimension wechseln von Drau auf Draufsicht. Mhm. Die gelbe Strecke ist die dreidimensionale und die rote Strecke ist sozusagen die, die daraus wird, wenn man aus diesem Papier, was man sich so da in 3D formt, das aus einer Platte ausschneiden möchte. Und das werden wir ausschneiden und dann werden wir mal dran ziehen und dran biegen, gucken, ob es bricht, gucken, ob es sich neigt und ob es sich so verhält wie geplant. Ja, weil du hast hier ja schon großen Abstand. Das, was dann abgewickelt ist, das sitzt dann nachher an einer ganz anderen Stelle. Ja. Und ob das genau... Wir werden es sehen. Wir sind neugierig. Wenn wir diesen ersten Test hinter uns haben, dann kümmern wir uns um eine Ideallinie. Die wollen wir nämlich tatsächlich im 3D-Bereich schon reinsetzen, weil es dann perfekt ist, dass wir sie versuchen, da reinzuzeichnen. Ja. Wir haben da schon ordentlich Videos geguckt mit Rennfahrerfahrung, die bei uns vorhanden ist. Versuchen wir, die perfekte Ideal-Ideallinie zu bauen. Also nicht eine Schumacher-Ideallinie oder wie was, der fährt ja eher Kart auf dem Formel-1-Auto. Und dann, wenn wir die haben, erst dann wollen wir das auf zwei Dimensionen runterbrechen, um dann wirklich die Leiterbahnen da einzuzeichnen. Das wird aber noch viel Arbeit. Also, wir müssen, oder ich muss jetzt 2 Tage warten oder einen Tag, bis wir die Platine fräsen können. Ihr seht es sofort. Bis gleich. Ich habe mal was vergessen, das wollte ich euch noch mal zeigen. Das ist etwas, was uns ungemein hilft. Das ist der Originalplan aus Monaco von sozusagen von offiziellster Stelle, wie diese Strecke mit Sicherheitstechnik und allem drum und dran angelegt ist. Die hilft uns tierisch, weil hier stehen sämtliche Curbs drin, alles, was die Strecke so ausmacht, die wir dann halt auch ins 3D-Programm für die Streckenbegrenzungen übernehmen können, so dass wir es leichter haben werden. Das ist hier nämlich nicht drin, die Ideallinie einzuzeichnen. Also dieser Plan ist für uns ein Geschenk, zusammen mit vielen, vielen YouTube-Videos wirklich die optimale Ideallinie zu finden. Die gibt es nämlich nicht irgendwie zum Runterladen, leider.
Bevor wir zum Platinfräsen morgen oder übermorgen kommen, bin ich noch mal bei Björn vorbeigegangen, weil wir machen ja nicht nur Formel 1. Für mich ist es momentan tatsächlich nur Formel 1, aber für euch zum Glück nicht. Ich bin hier vorbeigekommen und wurde gefragt, also ich fragte, was ist das? Und dann wurde ich gefragt, überlegst du dir? Und ich bin erst drauf gekommen, als ich was anderes hier liegen gesehen habe. Coole Idee. Klär mal. Ja, also hier auf den ersten Blick, wie du schon sagst, man erkennt nicht so wirklich, was das ist. Wir haben hier einfach mal aus LED-Streifen uns eine kleine Matrix, so eine Art Bildschirm gebaut. Die grundsätzliche Idee war, einfach mal Wasser in Bewegung zu versetzen. Wir haben es ja sonst, das ist einfach starres Wasser, es ist gegossen, es sieht cool aus. Aber wie wäre es denn, wenn es auf dich zukommt tatsächlich? Und ja, da haben wir uns dann verschiedensten Sachen. Also ich habe einfach mal ein Foto ausgedruckt, da haben wir das dann einfach mal so drüber gelegt. Und haben irgendwie schon so gesagt, oh, irgendwie, das geht schon in eine interessante Richtung. So ans Ufer bewegen. Genau, genau. Man hat einfach das Gefühl, es kommt auf einen zu. Das ist die Idee. Es ist sozusagen ein Filmchen. Genau, ja. Richtig. Da habe ich am Rechner quasi einen Film eingespielt. Das wird dann runtergerechnet auf die LEDs. Ich habe das Gefühl, man müsste die Framerate erhöhen. Ja, dass die LEDs bisschen, nicht so ruckelig, ruckelig genau, aus. Genau, so, dass ja. Die Wellen so, sondern dass es irgendwie so seicht dimmend ist. Meinst du, das geht noch? Ja, auf jeden Fall. Also das Video hat nicht so viele Frames per Second, also von daher, hier entstehen da geht noch was. Viele Ideen, die ihr teilweise auch noch gar nicht zu sehen bekommt, weil sie auch dieses Stadium vielleicht nicht mal erreichen. Zahnbürstenantrieb war mal so ein Beispiel, das werden wir sicherlich noch mal in irgendeinem Fluss einsetzen, die hier zwar zur Vollendung kommen, aber nie es auf die Anlage schaffen. Bei dem wissen wir es auch noch nicht, aber es ist ein cooler Ansatz, verfolgt ihn weiter. Und mal gucken, ob wir ihn irgendwann mal groß im Abschnitt sehen, das Ganze. Ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es nicht wie Leuchten aussieht. Als es eben gerade weiter weggehalten hat. Ja, einfach so ein diffuses. Dann war es irgendwie so ein diffuses. Ja. Mein Gehirn hat es nicht mehr als Leuchten erkannt, sondern als Bewegung. Ja, ja. Ja, ich hätte das hier jetzt nochmal auf so eine translucente Folie oder wie das heißt, aufgebracht. Also es strahlt dann natürlich an, aber natürlich kommt die Bewegung. Ja, die Bewegung kommt super, aber jetzt ist es für mich ein Fernseher. Ja, das stimmt. Ja. Ziemlich es ist ziemlich einfacher. Leuchten, ne? Ja. Also ja, da HD haben wir ist das nicht. Nee, wir werden da nochmal versuchen mit verschiedenen Folien. Also ich habe mir da aus dem Modellbau ein bisschen Zeug geholt. Da werden wir nochmal gucken, ob wir mit der Struktur vielleicht da noch ein bisschen, ich sag mal, Effekte hinbekommen. Das ist halt jetzt zu krass, aber... Habt ihr jemals überlegt mit bewegten Lampen, weil der sprechende Lichteffekt auf den Wellen sozusagen, wenn der sich bewegen könnte durch Lampen da drüber? Interessanter Ansatz, ja. Haben wir noch nicht verfolgt. Ihr lebt live mit, wie mal wieder die Fantasie mit uns durchgeht. Ja. Ja. Da könnten wir mal mit die Kombination aus... egal, wir machen mal verrückt weiter. Ich kümmere mich mal um das, was ich gerade als wichtigste Aufgabe habe, um Formel 1 und gucke wieder vorbei. Danke. Alles klar. Bis später. Nico, läuft? Ja, geil. Das und geht. Wie viel Bohrer ich dann schon vor euch, ne? Wie viel Fräser habt ihr schon zerlegt? Fräser. Nee, ich habe noch andere gefunden, die extra dafür da sind, für das Fasermaterial. Das geht. Und noch keiner kaputt? Nee, alles gut. Das heißt, wir haben heute Nachmittag eine Testbiegelstrecke. Das ist super, weil ich habe nämlich Axel hat eine Idee gehabt, wie wir eventuell es doch heute noch schaffen können, im Kreis zu fahren. Aber wir schauen mal. Dann komme ich später nochmal wieder. Mir ist es zu laut hier. Ich glaube noch nicht dran. Bis später. Ja, du kommst gerade richtig. Ich fange gerade an zu testen. Ich weiß noch nicht, ich bin gespannt, was passiert. Ich halte aber mal hier das hoch. Fühlt sich ja schon mal gut an.
Oh. So, ich bin jetzt hier genau auf den Punkten. Ja. Du auch? Ja. Mir ist egal. Das ist so total weich. Ja, das ist ja super. Wenn ich jetzt hier Platz stelle. Ja, dann ist das gekippt. Kannst du es zurückkippen? Und ich kann es ein bisschen. Ja, super. Super einfach. Hammer. Ja, freue ich mich. Und wenn wir jetzt noch ziehen können, was wir ja nicht wollen, aber. Okay, das kann sie nicht, oder? Naja, warte mal. Du hältst. Wow. Okay. Wenn ich jetzt gegenhalte, also Schraube spiele. Ja, es geht einfach. Nee, das klappt. Super, es klappt. Und das ist die dicke, ne? Das ist. Ja. Ja, die ist stabil. Wir schaffen es. Das sind extrem gute Nachrichten. Wir werden es nochmal intensiver testen. Dann kannst du nochmal die Abnahme von oben überprüfen. Ja. Aber wir haben ja so viele Möglichkeiten. Ja. Jetzt müssen wir nochmal hoffen, weil Axel sagt, dass er vielleicht doch noch eine Runde Formel 1 fahren kann. Morgen. Für die Kinder heißt es sozusagen noch einmal schlafen und dann können wir uns freuen. Werdet ihr gleich sehen. Oh, du kannst schon fahren, ja. Ich kann schon fahren. Wir machen zusammen den Sound für das Endergebnis. Wir brauchen gar keine Sounddateien mehr. Ne? Bis morgen. Ciao. Ciao. Ja, wir sind jetzt in der Höhle des Löwen, könnte man sagen. Oder in der Teufelsküche, wie auch immer. Axel ist am Testen. Für die, die regelmäßig zuschauen, die würden sagen, es hat sich gar nichts getan im letzten Monat. Aber ich kann euch sagen, es hat sich großartig was getan. Denn Axel steht hier tagelang. Ich bin jeden Morgen froh, wenn ich reinkomme, dass er auch da ist, weil ich warte auf den Moment, wo er diese ganze Anlage in die Ecke schmeißt, weil man löst einen Fehler und kriegt zwei neue dazu. Das ist, erstens sind Axel und ich beide Chaos-Programmierer, so ein bisschen Learning by Doing und Try and Error nennt man sowas. Das ist das Gegenteil von Plan. Aber so ein Projekt kann man auch nur auf diesem Wege machen. Wenn man das vorher geplant hätte, hätte man gesagt, geht nicht. Aber Axel beweist mir, ich würde mal sagen, dreimal pro Woche, dass es geht und zweimal pro Woche, dass es nicht geht. Das heißt in der Summe, wir kommen voran. Was machen wir gerade? Oder Axel, vor allen Dingen seit Tagen Autos kaputt machen, könnte man sagen. Weil wenn man tagelang nichts anderes tut, als die Autos immer das Gleiche fahren lassen, um es zu optimieren, um Sprünge rauszukriegen, Rechenfehler rauszukriegen, dann gehen die Autos immer mal kaputt. Das sieht man, da sind wir gerade am Neue bauen. Und wenn man die Hardware ständig löst, ansteckt, anplackt, wieder den Compiler anschließt oder wie auch immer, geht auch bei der Hardware mal was kaputt. Und heute ist uns ein Netzteil um die Ohren geflogen. Das heißt, wir kämpfen aufgrund dieser Komplexität dieser gesamten Geschichte mit vielen, vielen Problemen, die man eigentlich nicht haben möchte, nämlich dass was kaputt geht oder vor allem, dass man sich verrechnet hat. Wenn man sich hier so ein, wir nennen das Cluster, also 8 Sektoren, das sind diese kleinen Stücke. Pro Sektor kann ein Auto fahren, genau genommen, weil dieses Halbach-Array von den Leiterbahnen, die sich auf diesem Sektor befinden, bewegt werden. Wenn ein Fahrzeug jetzt aber einen Sektor verlässt und in einen Folgesektor eintritt oder im Worst Case sogar diagonal fährt, dann belegt das Halbach-Array im Worst Case 4 Sektoren. Das sind unterschiedliche Prozessoren, die müssen miteinander reden, die müssen kommunizieren und müssen vor allen Dingen exakt die gleichen Daten gleich synchronisiert und perfekt vorausberechnet haben. Das ist hohe Mathematik im Mikrocontroller. Wer das mal gemacht hat, weiß, eine Nachkommastelle kann schon verrückt enden. Und das zu suchen bedeutet, dass wir momentan seit Tagen in Zeitlupe arbeiten. Also eigentlich ist das eine Sequenz eines beschleunigenden Fahrzeugs, was mal so ein Schwenker fährt. In Zeitlupe arbeiten, um zu gucken, wo dreht sich das Halbach-Array. Das ist nämlich immer der Fall, wenn einer der Sektoren etwas zu früh einen Magnetimpuls gibt im Vergleich zu den Nachbarsektoren. Dann wird das Auto sich drehen. Das können wir übrigens am Ende, wenn wir zur Kür gehen, eventuell sogar nutzen. Aber das wird wirklich mathematischer Wahnsinn. Das heißt, für uns wahnsinnige Fortschritte sichtbar. Für euch, ihr seht nicht mal mehr ein heiles Auto, weil wir sie kaputt gespielt haben. Aber es geht voran. Wir können wirklich zuversichtlich sein. Es sieht immer besser aus. Und ich hoffe, dass er auch noch das nächste Jahr jeden Tag hochmotiviert kommt und uns dieses Problem löst. Denn ich möchte bald loslegen, das ist so in ungefähr 2 bis 3 Wochen, hoffen wir wirklich soweit zu sein, mit dieser Testanlage bzw. einer zweiten, die hier unten gebaut wird, bei mir mit der Steuerungssoftware anzufangen, erste Fahrmanöver zu machen. Ich freue mich drauf. Bis dann.